Hallo, seid gegrüßt, ich bin der Duckmeier und wir spielen hier auf Twitch verschiedene Demos. Heute spielen wir den Supermarkt-Simulator. Gucken wir jetzt mal rein. Jo. So, habt ihr noch was zu sagen? So, ich starte das Ding dann mal im Hintergrund, ne? Ich versuche das gerade alles hier noch ganz professionell irgendwie umzusetzen. So spannend. Settings. Wir machen es mal ganz normal. Was? Das wird ja wohl jetzt alles hier. Grafik, Hai. Gibt es noch Super Hai? Ne, gibt nur Hai. Hey, Fische. Settings. Gibt es auch hier... Was gibt es sonst? Nix? Das ist alles an Settings? Gibt es auch irgendwie Spracheinstellungen? Ihr wisst ja, mein Englisch ist jetzt nicht so, ne? Dass ich damit irgendwie mir eine Pizza kaufen könnte oder so. Wieso ist denn hier keine Spracheinstellung? Ich habe doch extra geguckt, ob ich... Welcome to the mall. You can play the... Findet ihr auch im Moment auf Steam kostenlos die Demo, ne? Und wir haben einfach mal Spaß. Ich bringe die Haferflocken. Wieso ist das nicht in Deutsch? Da stand doch Settings. Kann ich denn da irgendwie scrollen oder so? Nee. What the... Okay, wo sind wir denn hier? In der Bronx oder so? Wie weit dürfen wir hier einfach so rumspazieren? Okay. So, ihr dürft das jetzt alles für mich übersetzen. Hä? Was ist das für eine Straße? Also viel Kunden dürfen wir hier nicht bekommen, ne? An beiden Seiten dicht die Straße. Sehr geschlossene Gesellschaft hier. Woodhouse, okay. Spa Center. Candy Smoke Shop, okay. Seine ganz eigene Welt. Die kommt per Heli, meinst du? Okay. Dry Cleaners. Okay. Das ist ja strange. Das hätten sie ja ein bisschen anders machen können. Bike. Du kannst doch nur im Kreis fahren mit deinem Bike. Ist das ein Spiegelei oder ist das ein Karton, ne? Okay. Okay. Wir sollen zu unserem Computer gehen. Das hier ist unser Laden. Super Demo. Geschlossen. Ausrufezeichen. Achso, ist drinnen, ne? Da ist es. Okay. Können wir da irgendwas mitmachen? Interakt. Interakt. Ich drücke rechts oder heißt es links? Ne, ich drücke rechts. Passiert aber nichts. Ich kann nicht interakten. Okay. Wir sollen erstmal am Computer. Order, wir müssen was ordern. Gehen wir aus. Alter, das ist ja alles in Englisch. Was sollen wir? Warte, haben wir Kohle? Wir haben 100. 100 Dollarchen haben wir. Da können wir jetzt nicht viel mitmachen, ne? Hier können wir irgendwie nichts kaufen. Wir können das Ding hier auf die Wishlist setzen. 150, 200, Wishlist, Back, Ask, nein, ich will das, den anderen Moni, geh mal drauf, ach, da oben muss ich drücken, okay, Market. So, was brauchen wir denn? Eier zum Beispiel. Ich finde Eier wichtig. Die Kosten? Was, zwei und, was? Ist das eine ganze Palette? Moment, ist eine Palette, ne, oder? Sonst wären die doch nicht so teuer. Wir gucken uns das mal an. Was haben wir hier? Zeralien. Ein bisschen Müsli oder so. Haferflocken oder so. Ne, was ist das? Kellogg's, ne?
Rot, Brot ist wichtig. Machen wir mal. Aber wir haben ja nicht so viel Kohle. Wir können von allem nur eins holen. Ne? Sollen wir hier irgendwie. Teure Haferflocken, meine Güte. Öl, Pasta. Wir nehmen von allem eins. Kommen wir damit aus? Wo steht denn hier? Achso, ich muss Add to Cart machen. Okay. Wir sind schon raus, ne? Okay, was ist wichtig? Worauf können wir verzichten? Pasta können wir drauf verzichten, ne? Wir machen erstmal nur Frühstücksprogramm, würde ich sagen. Geh weg. Und geht das nicht weg? Oh, jetzt bin ich schon bei 117. Wie kann ich das wieder rausnehmen? Ah, hier. Oh, ich habe alles weggemacht. Nee, okay. Und jetzt? Pick up the box just arrived. Was können wir hier machen? Okay. Weiter. Bin hier. Bin sehr. Oh. Oh. Hallo? Hey, das nenne ich mir, das ist ja noch besser als Amazon-Lieferdienst, ne? Also. Wie ist das jetzt hier hin? Ja, Regale stehen schon da. Ich hoffe, das ist frisch. Okay. Kann ich den Rest irgendwie wegtun? Drop, es geht. Super. Was? Keine Ahnung. Wir können die auch voll machen, ne? Pick up, komm. Brot steht ja meistens mehr so. Ach komm, wir machen sie. Ist was? Nee. Noch was? Ist alle. Okay. Ah, ist aber ein bisschen friemelig. Videothek wäre cooler gewesen, ne? Kann ich hier auch wieder rausnehmen? Hallo, kann ich dich nicht mehr antatschen? Was steht? Das steht. Okay. So, und die Eier. Ein bisschen schütteln. Ihr wolltet, dass ich das spiele, ne? Ihr wolltet das. So. Wir haben auf. Was? Ach so, ich soll die wegschmeißen. Ach, gucke mal. Das ist noch schön, ne, wo man eine Mülltonne für alles hat. Das waren noch Zeiten. Ah, wunderbar. So, Lan, was? Wir haben doch noch nicht auf. Wir müssen Preise machen. Was kostet denn so ein Brot? Was kostet im Moment Toastbrot? Weiß das jemand? Ein Euro 50, ein Euro 60? 1,29? Was kostet Toastbrot?
Machen wir mal, ne? 1,29. So ein Müsli-Ding. Aber muss ich das jetzt bei jedem machen? Oder steht? Ne, da steht's. Okay. Das hier. 3. Ja, 9,9 Angebot gibt es bei mir nicht. Marktpreis. Achso, hier ist eine Empfehlung. 6 für eine Schachtel hier. $6,38, ist das die Empfehlung? Okay. Dann machen wir, komm, wir machen 5,99. Das sieht doch, was haben die denn hier empfohlen? Wir haben die $2,38. Dann mache ich 1,99. Ist immer noch. Okay. Das für Preise her. 2,61 €. Das kommt hin. Das habe ich heute habe ich für Eier bezahlt. Obwohl ich habe einen Zehnerpack. Da habe ich 2,89 oder so bezahlt. Ah, machen wir mal so. Ja, sind ja Dollar. So, und jetzt. Oh, ich muss Klos auch noch. Open. Oh, junge Frau, kommen Sie rein. Ach, das ist aber nett. Du bist aber klein. Ich dir helfen? Ey, wie klein ist die? Guten Tag. Einmal, Piep. Dankeschön. Ja, ich versuch's. Kein Gespräch. Oh, ich muss. Was? Ich muss jetzt. Ach so, Moment. Was habe ich denn gekriegt? Ich muss jetzt noch rechnen. 10 Cent, was habe ich da hingelegt? Habe ich jetzt 10 genommen? Nee. Wie geht das wieder zurück? Ich habe dir zu viel gegeben. Frau. Die haut einfach ab. Guten Tag. Oh, das ist aber viel. Schwerverdiener. So mache ich das auch mal, wenn ich bezahle. Ja. Yeah. was kriegst du? Null. Was? Change 3. So, da steht unten. Ach so, 3. 2, 3. Guten Tag. Danke. Da auch alle mal passend. Was? Für 14,1? Was? Gebe ich das hier gerade richtig? Warte mal, 50 Cent? Haben die keinen Dollar? Nein, das ist so ein Cent, ne? Ach so, die haben Scheine. Die haben ja einen Dollar Scheine, okay. Aber echt, wo kommen die alle her? Dach. Das sieht aus, als wäre das das passende Nahrungsmittel für dich, Jung. Danke. Das ist auch kleiner. 86,03. Alter. So Kunden hasse ich ja. Ich mag ich. Guck mal, deine Schwester ist da. Eben war schon eine von deinen Schwestern da. Alle die gleiche Frisur. Danke. Oh, wer? Ich muss mal von der Kasse weg. Wer ist die denn? Oh, Scheiße. Bringt die mir jetzt die 10 Cent zurück, die ich ihr gerade zu viel gegeben habe? Hm. Oh, du hast genug. Ich komme hier nicht weg. Guten Tag. Tag war ja mal. Schönes Wetter heute, ne? Wohnen Sie hier in der Gegend? Achso. Oh, Sie lieben aber Eier, ne? Ich muss ihn gar nicht zurückgeben. Schade.
Da geht sie. Ah, die hat noch so ein Hirschgeweih. Da. Nicht schüchtern sein. Was der denn für ein Shirt? Wie sieht der denn aus? Wie aus dem Actionspiel, aus dem, ne? Duke Nukem mäßig. Du kriegst auch, ihr habt, ey, ihr seid aber alle nett. Passend. Nur der Arsch von eben. Und du wahrscheinlich auch, ne? Naja, das geht noch. 8. 1 Cent. Mache ich das hier? Oh, guck mal, Bruce Willis ist da. Kauf mir die Regale leer, der Laden, der läuft. Arschloch. Guten Tag. Danke. Boah, sind die alle redselig. Du warst aber eben schon hier, ne? Bio, Bio-Eier. Die Bio-Eier laufen auch richtig gut. Ich habe mich heute nicht für Bio-Eier entschieden. Ich habe die normalen. An den Bio-Eiern war mir zu viel Hühnerscheiße. Wie oft kommst du noch? Was ist das Problem? War einfach zu viel. Es sah nicht lecker aus. Es hatte mich nicht eingeladen zum Verspeisen. Ich bin hier förmlich gefangen. Ich komme hier nicht weg von meinem Platz. Werde ich hier irgendwie Kamera überwacht? Ja, nimm ruhig alles. Das ist bestimmt zu groß, ne? Anzugträger. Nö, passend. Danke. Sehr nett. Nimm alles zurück. Komme ich hier wieder? Komme ich hier irgendwie weg? Esk. Achso, Esk muss ich drücken. Das ist ja. Sind noch Eier da? Hallo? Ja, ich komme. Einen Moment. Ja, bitte. 1, 2, 3. Ich glaube, ich muss neues Zeug bestellen. Jetzt gibt es gleich Stress hier. 2,60. Spricht euch das jetzt mehr an als eben? Die Aldi-Brüder sind auf 180. So, Leute, ich muss shoppen gehen. Was haben wir denn jetzt verdient? Oh, wir haben 141. Dann machen wir das nochmal. Die liefen ja alle gut, die Sachen hier, ne? Und wir holen noch Öl. Warum gibt es hier eigentlich nichts zu saufen? Pasta. Das kostet 39. Wieso sind die Haferflocken? Ist doch Hafer. Was ist das, Flor? Ist da Haferflocken, oder? Warum ist das so teuer? Ist doch eigentlich das Billigste von allem. Flor ist Mehl. Ach, ist Mehl. Okay, Mehl. Okay. Ich dachte, wir haben Haferflocken. Jupp, jetzt passiert ja auch etwas. Eine Verbesserung. Was läuft besser? Mehl, Öl oder Pasta? Ich glaube, wir können uns mehrere Sachen leisten. Ne? Wir holen mal Pasta. Und dann können wir uns noch entscheiden, ob wir... Ne, können wir nicht mehr. Wir müssen Haferflocken nehmen. Mehr haben wir nicht mehr. Cool, okay. Was? Ich habe zu viel? Machen wir es eben so.
Wasteröl. Jetzt. Hallo, wir haben geschlossen. Wir haben geschlossen. Closed. Wie der am Gucken, das habt ihr gesehen. So ist der da im Regal am Gucken. War da nicht gerade noch eine Schachtel? Haben die die geklaut? Oh, die liefern auch mit. Wo gehen die eigentlich alle hin? Komm, wir verfolgen den mal. Wo geht der hin? Wohnt's hier? Ich muss die eine finden von eben. Schöner Pulli. Bald wieder Weihnachten, ne? So. Tür können wir nicht zumachen. Das ist aber scheiße. So, was haben wir hier? Das packen wir jetzt da unten hin. Müssen sie sich bücken. Ist ja auch mal schön. War es das? Alle? Okay. Oh, können die sich da umgewöhnen? Kann ich das zurücknehmen? Nein. Was ist, so, okay. Nicht, dass sie sich. Wir hatten Toast, hatten wir hier stehen, oder? Es stimmt, glaube ich, es war noch. Es ist geblieben. Die hatten wir hier oben stehen. Und die Eierchen. Die hatten wir hier. Oh, wir können richtig schön stapeln. Oh, der Laden läuft, ne? Wie richtige Goldgrube. Was ist das denn hier? Ach so, wir können hier auch rein. Können wir uns dann erweitern? Größeren Laden machen? Wahrscheinlich, ne? Ein größeres Geschäft uns zulegen. Okay. Sehr schön. So, und jetzt? Mache ich jetzt? Turn the lights. Achso, ich kann irgendwo Lichter machen. Kann ich schon die? Wir haben Licht. Wunderbar. Komm, machen wir einen Nachtladen auf. Gucken, wer dann so reinkommt. Ja, offen. Hallo. Ach so, ich kann auch Enter. Was Enter? Sieben Produkte nicht gefunden. Hat ja keiner gefragt, ne? Weiß ja nicht, wonach die suchen. Was in so ein kleines Papiertütchen reingeht, ne? Ja, ich komm, ich komm. Moment. Schön. 12. Mal. Bitteschön. Wie ist denn da unten? Ach, guck mal, wir haben ja so einen Alarmknopf. Ach. Frisch geschniegelt. Wo kommst du denn her? Mehl, okay, ein Bäcker. Zweimal Mehl, okay. Was macht der damit? Was war 10 Cent? Was lübt da? Ein Zahl, der sieht ganz anders aus als eben auf dem Bild, ne?
12, 65. Okay. Ich kenne ihn aber noch. Oh, bin auch so ein Riese. Die Frauen hier alle so klein. Männer gehen ja, ne? Aber. Ja, ich komme. Hast du auch kleiner? Das ist, wir haben schon wieder Karneval, ja. Tschüss. Wo ist denn meine Freundin hier? So, gucken, wo die wohnt. So, wer hat das Spiel schon auf der Wunschliste? Wie gesagt, kann man im Moment auch umsonst spielen auf Steam, die Demo. Das wollten wir doch alle schon mal. Bewerb mich jetzt hier direkt bei Netto. Ich erhöhe. Ich muss die Preise noch. Moment. Haben wir beim Mehl überhaupt einen Preis hingeschrieben? Haben wir gar nicht gemacht, ne? Scheiße. Trinken wir das Zeug gerade? Wir verdienen nichts dran, ne? Hab da nicht Bescheid gegeben. Entschuldigung, ich muss mal eben kurz hier. Buck! Wie viel ist das Zeug jetzt weggegangen? Bier! Ey, ist gerade teurer geworden, Junge! Ist gerade teurer geworden! Deswegen die ganzen Kunden, ja, aber echt! Muss der jetzt noch 4 bezahlen oder nachdem ich das nachträglich erhöht habe? Mal gucken. Keinen Cent daran verdienen. So ein Mist. So, was muss ich jetzt bezahlen? Und Mehl? Achso, ich hab's ja noch nicht genommen. Du bist auch so ein Arsch. Ich habe keine Ahnung. Wieso ist das 6? Da hast du bloß 3 Teile genommen. Das kann doch nicht 26 sein, oder? Zwei, drei, fünf. Oh, da ist meine Freundin wieder. Na? Groß bist du auch nicht, ne? Beachtet mich nicht. Dieses Hirschgeweih. Aber Pixelgrafik, ne? Hirschgeweih. Die voll sommerlich und der hier in Winterkleidung, ne? Ja, die hat ein volles Toastproblem. Na gut. Ja. Ach, du bist nett. Moment, ich muss mal kurz weg. Ich bring Ihnen die Tüten noch nach Hause, junge Frau. So, wo müssen wir denn hin? Läuft ein bisschen komisch. Kann ja nicht weit weg wohnen, ne? Ah, da wohnst du. Okay, 547. Oh, guck mal, Lensflare-Effekt. Krass. Ja, ich komme. Volles Haus hier, ne? Hm.
Geht auch. Okay, zocke her. Oh, ich muss den Laden zumachen. Ich muss den Laden zumachen. Moment, ich komme sofort wieder. Ich muss den Laden zumachen. Ich habe hier keine Kohle mehr. Ich meine, ich habe keine Dingens mehr. Was kriegst du denn wieder? Ach, du kriegst ja gar nichts wieder. Ein Cent. Hättest du ja eigentlich spenden können, ne? Der Kundenfeind. Ach, guck mal. Der hat irgendwas nicht. Das haben die halt eben auch schon gesagt. Wir gucken mal. Kuckuck. Gibt es hier noch andere Sachen? Kategorie alle, ne? Was ist da? Ach so, Regale können wir uns auch noch holen. Ja, okay. Diesmal können wir aber das komplette Programm, oder? Warte mal, wir nehmen Ettokat. 117 sind wir schon. Scheiße. Pasta. Ey, Pasta hatten wir ja eben genommen, ne? 136. Mist. Wir brauchen noch ein paar Cent. Öl. Aber Pasta lief gut, ne? Dann nehmen wir das einfach mal. 40 haben wir noch. Wollte schon sagen. Oh, guck mal, der Stapel wird immer höher. Wenn wir jetzt noch mehr bestellen, ne? Warum ist der kleinste Karton unten? Das könnte unser DHL-Bote sein, ne? Können wir den... Plupp. So. Ja. Pasta, wo hatten wir Pasta gerade? Haben wir sie bücken lassen, ne? Ne, warte, die standen gerade nicht da, ne? Oder? Doch, doch. Ne, warte. Aber diesmal müssen wir uns nochmal die, wir müssen die Preise nochmal überdenken. Die kaufen uns dann alles so weg. Ich glaube, wir sind viel zu günstig. Die sind richtig angetan von unserem Laden. So. Preiserhöhung. Was haben wir da? 4, 5, 10 haben wir. Hier 17 wird empfohlen, oder? Ah, lass nochmal. Naja. Honig, falls du gerade Zeit hast, könntest du mal das Spiel aktualisieren. Oh, Entschuldigung, stimmt, ich habe das gar nicht gemacht. Spiel aktualisieren. Das lassen wir auch. Dann haben wir 4 Euro. Sonst muss ich mal kurz gucken. Moment. 7. Danke, Thomas. Machen wir 4 oder 3. Ja. Toast hatten wir. 1 für 2,38. Dann machen wir jetzt 2,20. Ne, 2,19. Muss ja immer so eine krumme Zahl sein. Das klingt besser. Hier ist 6 Euro. Machen wir 6,19 Euro. 6, 19. Okay, haben wir alles ausgezeichnet? Wunderbar. Na, was haben wir denn hier? Muss ich mal eben den Titel ändern. Moment. Stream Info bearbeiten. Titel ist... Oh, was haben wir denn? Wie hieß das? Simulator, ne? Supermarkt-Simulator. Fertig. So. Geändert. Okay, ich glaube, wir können jetzt schlafen. Press Enter to finish. Haben wir schon mal... Ah, ich hab's mal gemacht, gar nichts. Glaube ich. Wenn es richtig ist, sollte jetzt Supermarkt-Simulator stehen, ne? Ich gehe mal kurz meine beste Kundin abholen. Was haben die denn hier? Ah, Scheiße.
Ich brauche eine Produktlizenz. Was für eine Produktlizenz? Achso, damit kann ich die Level. Okay, dann kriege ich Milch. Aber da habe ich ja jetzt keine. Okay, müssen wir beim nächsten Mal. Da habe ich noch kein Geld für. Da habe ich noch. Ja, ich komme. Sieht aus wie Pampers hier, ne? Ach so, 3,9. Guten Tag. Wunderbar. 16. Habe ich dir gerade zu viel gegeben? Habe ich dir gerade zu viel gegeben? Ich glaube, ich habe einen Dollar zu viel gegeben. Games plus Demos. Ja, kannst du auch machen, sonst weiß ich nicht, ob das besser ist. So geht das. So nimmt man zurück. Ach so, okay. Weist mich aber keiner darauf hin hier, dass ich denen zu viel gebe. Du warst doch gerade hier. Okay. Was haben wir hier? 66 Cent. So, was haben wir eingenommen? Wir könnten jetzt ja noch ISK. Das konnten wir gerade nicht bestellen. Wobei wir sollen ja auch diese blöde Lizenz. Aber ich hole erst noch mal ein bisschen hier. Hier, das hatten wir nicht. Das nehmen wir mal schnell. Das steht ja dann direkt vor. Das ist ja voll der Service hier. Ja, ich komme. Wo kommt? Wen erinnert er mich? Das war schon wieder zu viel. Oh, da ist jemand Neues da hinten, oder? Oh, wer bist du denn? Kauf dir mal einen neuen Pulli, Junge. Abschluss. Entschuldigung, Leute, ich komme sofort wieder. Ich muss mal eben. Ich räume das nur mal ganz schnell ein. Dann habt ihr hier. Oh yeah. Nochmal richtig gutes Zeug, richtig guten Stoff. Was haben wir denn da? 5 Euro. 8 Euro wird empfohlen. Machen wir 7. 8. Ja, so machen wir es. So. Ich mal Öl hier. 17. Ist das eigentlich eine Stadt bewohnt von Klonen oder wohnen da nur ein paar Leute? Man sieht immer die gleichen. Das auch nicht. Hey, kauft keiner Öl, ist gerade frisch eingetroffen. Ah, danke schön. Eine Flasche und du bezahlst jetzt wieder mit 100 Dollar. Ne? Hast du letztens auch gemacht.
Ah, okay, diesmal nicht. Dankeschön. Meine Freundin kommt gerade wieder. Guten Tag, wie geht's denn so? 400. Ich habe die Nummer vergessen. Irgendwas mit 7, 5, keine Ahnung. 15, Dankeschön. Und sonst so? Wird schon wieder dunkel, ne? Ich muss die Frau gerade nach Hause bringen. Machen wir schnell. Sind ja nett. Die hat aber auch einen Gehschaden. Deswegen müssen wir ein bisschen helfen. Wie jetzt eine andere Hütte? Ist sie umgezogen? Hallo? Da gibt es auch mehrere von. Okay. Öl läuft nicht so gut, ne? Wird schon wieder dunkel. Warte, ich muss mal. Entschuldigung, ich mach mal eben Licht, Leute. So. Oh, wow. Ja, dann haben wir das jetzt auch mal gespielt, oder was meint ihr? Jetzt den ganzen Abend hier an der Kasse steht. Dankeschön. Das wird aber nicht weniger hier, ne? Noch einer fällt noch. Weiter so. Ich weiß ja nicht. So langsam vermisse ich das Spiel von eben. Die sprechen alle nicht mit mir. Haben wir ja auch irgendwo eine Uhr? Oh, guck mal, wir haben 243 eingenommen. Wir können uns jetzt eine Lizenz kaufen. Ich kaufe mir mal eben eine Lizenz. Machen wir einfach mal. Dann können wir noch ein paar Sachen. So, haben wir gemacht. Jetzt haben wir noch 120. Guck mal, oh, jetzt können wir ja hier richtig zuschlagen. Hier, Peanut Butter. Kaffee. Ich kann Kaffee kaufen. Süßigkeiten, Milch. Hey, das kostet aber alles richtig gut. Was haben wir gerade? 120. Eier laufen immer gut. Milch brauchen wir doch auch hier. Also ich muss immer. Habe ich schon Add to Cart? Da, ja. Öl lief nicht ganz, aber Wasser müsste gut laufen, ne? Toast lief auch gut. 58. So, habe ich irgendwas vergessen? Milch, oder? Achso, die haben im Moment geschlossen. Okay. Weil schon, wir haben nach Mitternacht und ich stehe noch im Laden. Da seht ihr mal, wie ich meinen Job liebe. Was haben wir noch? Milch. Ne, Milch hatte ich schon genommen, ne? Mist. Kaffee. Also ich muss Kaffee nehmen. Kaffee muss sein. Dann tun wir, gucken wir mal eben. Haben wir ein Milch zu viel? Oder ah, wir hatten doch noch kein Milch genommen. Mist, da muss auf den Kaffee verzichten, so ein Mist. Was haben wir, das haben wir. 52 für die Haferflocken. Peanut Butter 35. Was ist das denn? Plätzchen. Plätzchen machen wir mal. Okay, machen wir erstmal.
kann das aber noch nicht kaufen. Ach so, okay. Das ist auch online. Ich kann jetzt nach Mitternacht nicht die Bestellung aufgeben. Ist das denn für ein Quatsch? Close. Vierundzwanzig Kunden gehabt. Auch mehr Geld. Okay. Ja, er wird ja immer schlampiger hier, ne? Was die Kunden sehen. Oh, ein paar Sachen übrig. Milch. Was? Was? Wollt ihr mich verarschen? Das ist Haarmilch. Die kannst du auch so ins Regal stellen. Guck, die Milch jetzt schlecht. Habe ich umsonst gekauft, ne? Jetzt sag nicht das Wasser. Ich habe doch zwei Milch geholt. So ein Mist. Guck mal hier, oh, das ist ein Marmorkuchen. Kann ich die wieder aber zurückgeben? Was? Ich brauche für Wasser eine. Wieso brauche ich für Wasser eine Gefriertruhe? Wo steht Wasser in der Gefriertruhe? Oder im Kühlschrank? Ja, ich bin voll der Millionär. Ich habe mir die erste Ware gekauft, die jetzt schön verrottet da. Was kostet denn so eine Gefriertruhe? Rich A. 125. Ja gut, dann müssen wir mal eben hier. Komm Leute, kommt mal eben schnell rein. Kommt mal alle rein. Bisschen schneller. Oh, die ist so klein, die fällt da bald durch die Stäbe, ne? Der Blick. Die hat Haare auf den Zähnen. Was? Ich hab den Preis vergessen. Das 2, 4, 5 machen wir. Okay. Leute, ich brauche eine Gefriertruhe. Ich muss schon ein bisschen mehr zahlen. Hey, wieso ist der? Der eine geht wieder. Der ist reingekommen und hat nichts mitgenommen. Wie viel haben wir? Was? Plus 27? Ja, ich hab doch. Dauert noch was mit unserer Gefriertruhe.
So, wir wechseln gleich mal, ne? Ich meine, das geht ja jetzt die ganze Zeit so weiter. Dann wechseln wir gleich mal zur nächsten Demo. Ja, ich komme schon. Ich bin schon da. Wow. Ah ja, da ist schon, ne? Maikuchen. 2 und 9. Mach das und denk dran, wir haben Demos drin. Muss nichts ändern. Okay. Wissen die Leute nicht welche? Ist das nicht ein bisschen nachteilig? Dann sehen die nicht, was für geile Demos wir gerade spielen. Wenn ich jetzt eine Gefriertruhe kaufe für die blöden Sachen hier, ich kann eine neue Ware kaufen, ne? Hier gerade irgendwie ein schlechtes Angebot. Und die kaufen alle nur einen Teil. Danke. Lass jemand wissen, was? Nee, wenn das jemand wissen möchte, schreibt, hey, was ist das für mich? Aber ich konnte dann immer cool auf den Titel gucken, weißt du, und dann sagen, na, jetzt, ich habe schon vergessen, was wir hier spielen, ne? Nein, das war zu viel. 10. Ach. Oh, du kaufst gut ein, ne? Und immer noch Toastliebhaberin. Oh, oh, guck mal, der Kuchen läuft. 3 Stücke. Junge, V. Sieht aber nicht nach 3 Stücken Kuchen aus. Ich wollte gerade mal gucken, was die Kasse so sagt. Moment, wie sieht's aus mit Gefriertruhe? 111, ey, scheiße. Und wir müssen ja Ware kaufen. Fuck. Das lübt irgendwie nicht. Der Kuchen läuft. Was machen wir denn jetzt? Ist ja irgendwo eine. Da, ach, da steht ja eine Uhr. Oder ist das eine Uhr? Ja, ist eine Uhr. Ach, das sehe ich ja jetzt, dass da eine Uhr sein soll. Was können wir damit machen? Close. Ach so, wir können es auch wieder schließen. Ach, guck mal, wir können es wieder schließen. Okay. Dann wird es ja nicht schlecht, ne? Wenn es geschlossen ist. Was war? Was hat er gesucht? Punisher. Slice, okay, ja.
Weiß, ich hab nichts mehr. Laden ist leer. Müsst doch nicht so viel fressen. Ich muss Ware kaufen. Ich kann mir keine Gefriertruhe kaufen, ne? Oh, ich schließe jetzt ab. Oh, sie geht einfach. Oh. Moment, ich muss mal auf Close. Ich muss mal hier. Wir machen mal zu. So. Du darfst noch schnell was kaufen. Und dann ist gut. Oh ja, das ist gut. Toastleib. Toastleib wie warme Semmel. So, dann bestellen wir mal. Wir könnten zwar jetzt einen Automat kaufen, aber wir müssen ja Produkte kaufen. So, was haben die gerade hier? Slice. Aber wieso? Die wollten doch gerade mal dieses hier, dieses Brot haben. Haben doch immer gemeckert. Ist das schlecht? Der Kuchen läuft. Der Kuchen läuft. Erste Sahne. Bonbons. Mal das noch. Dann haben wir schon 26. Das ist blöde. Ist aber auch alles teuer. Milch brauchen wir nicht. Dann lassen wir es so. Oh, wieso? Wieso? Gute Nacht. Alle da draußen. Gute Nacht. Wir starten den nächsten Tag. So, jetzt schnell bestellen, bevor die Kunden kommen. Wumps, bestellt. Ach, guck mal, wie schnell das geht. Upp. Ja, das haben sie gelebt. Das haben sie gelebt. Die würde ich auch alle behalten. Ich brauche trinken. Display ist full. So. Wir haben offen. Hey, ich komme nicht um die Ecke. So, offen. Ihr könnt reinkommen. Ich brauche trinken. New Yorker. Prösterchen. So. Was haben wir denn jetzt? Wie lange machen wir? Wie lange machen wir hier noch? Was meint ihr? Goodbye. Was? Du gehst schon, New Yorker? Du bist schon wieder weg? Dann noch einen schönen Abend, ne? Komm gut in die Federn wieder. Und bis zum nächsten Mal. Bis Sonntag, ja. Ich bin mir überlegen, ob ich zwischendurch abends, aber da bist du ja sowieso am Pennen, ne? Nicht so mitten in der Nacht. Ich bin mir überlegen. Nochmal morgen Abend oder Samstagabend, ein bisschen später. Weiß ich aber noch nicht. Muss ich mal gucken. Es sind ja doch einige Demos und so. Da könnte man ein bisschen was machen. Passiert. Hallo? Ich könnte noch was kaufen. Wir haben gerade nicht bekommen, zum Beispiel hier die Süßigkeiten. Die können wir mal eben kaufen. Süßigkeiten laufen doch bestimmt krass gut.
So, die holen wir dann direkt rein. Komm sofort. Ich komme sofort, junge Frau. Kennen wir uns eigentlich schon? Bin mir gerade nicht sicher. Oh, hier. Was haben wir denn hier? Bubble Bass. Oh, deine Schwester ist auch direkt hinter dir reingekommen hier. Doppelte Lottchen haben wir hier. Drei. Dann machen wir 3,29. Okay. Boah, bitte. Katze klingelt hier. Danke, danke. Boah, ich könnte das nicht. Jetzt ist halt so eine Kasse, das ist es ja nicht so. Je nachdem, wie bin ich dann die Tage auch, da werden wir es ja sehen. Achso, okay. Dann gucken wir. Bis dann auf jeden Fall. Was kriegst du? 98. Er hat eine Tüte Bonbons verkauft. Wo sind die Mädels hier, die Naschkätzchen? Wo sind die alle? Too expensive. Was heißt expensive? Zu teuer oder... Ach, zwei. Muss ich mal gucken. Da muss ich das wohl ein bisschen zu billiger machen. Da haben die gerade schon mal gemotzt. Was mache ich hier gerade? Komplett falsch, komplett falsch. Ich war im falschen Fach. Entschuldigung. Ich muss ins obere Fach. So. Ich gehe nächstes Mal kleiner, ne? Na, ihr beiden. Partner. Partner-Look. Ah. Warte mal kurz, ich muss mal hier, ich muss mal, damit der Toastbrot gekauft wird. Was haben wir denn? 2,19. Oh, guck mal, Marktpreis. Achso, man muss darauf achten, wie er im anderen Markt kostet, ne? Ah, eins. Ja, der schüttelt auch den Kopf, der Penner. 1,80, ist gesunken im Preis, Leute. Könnt zuschlagen. Mal noch die Marktpreise im Auge behalten. Boah, wir nur hier... Ja, eigentlich bauen. Brot ist gerade billiger geworden. Du kannst ja auch jetzt noch hier so ein Toastbrot nehmen, ne? Hallo? Ja, ne? Du nimmst direkt zwei, ja. Gibt sonst nirgends so billig wie bei mir. Was haben wir denn? 151, aber ich kann dann nichts. Wir kaufen es einfach mal, damit wir gesehen haben, wie es aussieht. So. Bling. Ja, ich komme. Ich kriege gerade hier.
Ich habe gerade einen Automaten gekriegt, Leute. Moment. Ich stelle euch den mal kurz hier hin. Und dann hier. Könnt ihr. Oh. Ich komme sofort wieder. Moment. Oh, die. Hallo? Ah, hier. Moment, ich muss erst noch Preise aus. Ich muss noch. Mist. Was haben wir hier? 3,40. Da machen wir 3,19. So. Wie viel habe ich das gerade gemacht? Oh, 319. Nee. Das Wasser. 3,32 für ein Wasser, ey. Mach ich 19 Cent für. Oder irgend so was. So. Oh, Entschuldigung, Leute. Entschuldigung, es geht weiter. Och, Mädchen. Das ist aber wieder mal Naschkatze hier, ne? Kater, Naschkater. Was hast du mit Kaffee? Ja, Kaffee hätte ich auch gerne. Ja, aber so teuer hier. Tschö, what? Keks? Habe ich. Oh, keine Kekse mehr. Oh, ich muss den Laden. Entschuldigung, Leute, ich muss den Laden dicht machen. Wir haben ja nichts mehr. Oh. Ach. 5. So, was findest du? Ah, auch kein Kaffee. Ja, ich hätte gern Kaffee. Wirklich gerne. So, 95 haben wir verdient. Wir haben geschlossen. Und ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit der Demo hier zum Supermarkt. Und von daher bedanke ich mich bei allen, die hier auf YouTube zugeschaut haben. Wir hier auf Twitch machen weiter mit der nächsten Demo. Jo, also, auf YouTube. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.